Könnt mir übrigens auch nochmal wieder in die Kommentare kloppen. Was soll ich hier mal wieder mit Hexit machen? Also was soll ich mir vielleicht craften? Soll ich nochmal wieder ins Dungeon gehen in der nächsten Folge? Was weiß ich? Ich lese mir natürlich alle eure Kommentare durch. Hallihallöchen, Jungs und Mädels, was geht ab? Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Hextown. Ja, heute wollen wir mal wieder ein bisschen am Keller rummäßigen, desigen und ja, in der letzten Folge habe ich ja da über das Thema geredet, die kam übrigens vor 2 Tagen raus, über das Thema gelabert, ja, hier die Kindersender da, dass die irgendwie auch schon das Niveau der Kinder in Deutschland schon irgendwie senken mittlerweile durch gewisse Fernsehsendungen. Und ja, ich nehme die heute mal wieder am Tag auf, wo sie auch kommt, weil, ja, ja, habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, könnte man mal wieder machen, weil es wurde schon wieder gefragt, wo ist Hextown? Weil irgendwie nehme ich nicht jeden Tag Hextown auf. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir jetzt mal wieder ein bisschen Hextown auf mit so ein bisschen stimmungsvoller Musik im Hintergrund. Yay, nice, geil, oh ja. Ich kann irgendwie nicht so schreien, weil erstens, da bin ich gerade ein bisschen gechillter drauf, deswegen schreie ich auch irgendwie gerade nicht rum oder so. Auf jeden Fall, ja, heute wollen wir mal ein bisschen über das Thema labern. Der Sturm Xenon heißt der, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Der ja jetzt über Norddeutschland ist. Wir haben übrigens gerade 14.26 Uhr und ja, vielleicht hört man im Hintergrund ab und an mal irgendwie, dass es so ein bisschen, weiß ich nicht, sich so ein bisschen komisch anhört oder so, oder im Moment regnet es noch nicht, aber falls es regnet, sollte man, hört man das halt bei mir, weil, wie vielleicht einige von euch wissen, wohne ich ja in Norddeutschland, beziehungsweise in Niedersachsen und ja, der Sturm wurde hier ja schon angesagt, deswegen hatte ich auch heute schulfrei. Ist eigentlich auch ganz nice. Und ja, das soll halt ganz heftig sein. Für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, dieser Sturm soll mit circa, ich glaube, das waren irgendwie mit an der ganz oben an der Nordseeküste so mit circa 200 km/h schon da lang fegen. Das ist schon über Orkanstärke, also das ist schon richtig hart. Und hier wütet es auch schon ganz schön, muss man sagen, aber es ist schon echt krank, wie doll, ja, so Stürme sich schon entwickeln, dann, ja, soll es vielleicht auch eine Sturmflut noch geben und so, also das ist schon heftig, weil, ja, wenn man sich so die Dings da, wo es da angeguckt hat, die Wettervorhersagen und, ja, so zu diesem Sturm wollte ich eigentlich auch einfach nur mal was sagen, so dass ich sowas, dass es sowas schon gibt, finde ich schon ganz schön heftig, weil ich meine, das ist einfach schon über Orkanstärke, dieser Dings da, wo es da diese Wetterverhältnisse und, heute Morgen habe ich so ein bisschen wieder mal im Fernsehen rumgesäppt, ja, und zwar hat da die, ich glaube, das war im Sat.1 Frühstücksfernsehen, wenn ich mich nicht irre, haben die da mal gezeigt, so, die waren mal wieder in so einem Wetterkanal und haben gezeigt, wie doll denn diese Stärken sich auswirken, also wie doll das war. Die sind auf 140 Stundenkilometer war das, glaube ich, haben die beschleunigt und da war halt ein Reporter drin und also wirklich, das war richtig heftig, muss man einfach mal sagen, ja, wie da dieser Reporter da schon abgehoben ist, also der ist da, wenn der nicht gesichert wäre gewesen wäre, wäre der einfach voll durch den Raum da geflogen, beziehungsweise wäre nach hinten gedrückt worden und der konnte bei 140 km/h konnte er sich nicht mehr auf dem Boden halten und konnte auch dann nichts mehr machen, also man muss sich das mal vorstellen, ne? Und dann, ja, es gibt ja immer noch so kranke Leute, die bei so einem Wetter rausgehen, ja? Wirklich, also, weil, ich meine, überlegt euch mal, es kippen Bäume um, es kann was weiß ich was passieren und dann kriegt man das so mit 140 km/h in die Fresse rein, ja? Ist jetzt nicht so praktisch, wenn man das so mit 140 km/h in die Fresse kriegt, muss man einfach mal sagen, weil ich meine, weiß ich nicht, überlegt euch mal, also das ist so heftig einfach, also wirklich richtig heftig, so weiß ich nicht,
Und da finde ich auch eigentlich recht gut, weil ja, hier in Norddeutschland fällt ja ganz viel überall die Schule aus. Und da muss man echt sagen, nicht nur so, dass halt praktisch ist, dass die Schule aushält. Nein, es ist auch so, dass ich das befürworte, dass ich das gut finde, dass die halt die Schule ausfallen lassen. Weil ihr müsst euch einfach mal vorstellen, man muss dann bei diesem Wetter, bei selbst hier bei mir sollen es doch irgendwie, keine Ahnung, über 140 auch schon sein, ne? So 140 bis 60 hatten die, glaube ich, angesagt. Also 140 bis 160 km/h. Wenn man sich dann noch überlegt, dass man dann noch zur Schule laufen muss und dann auch noch mittags wieder nach Hause latschen muss, ja, und man dann schon fast nicht mehr stehen kann, beziehungsweise man kann bei den Temperaturen, bei den Windströmen kann man ja nicht mehr richtig stehen oder kann man sich auch nicht mehr richtig halten. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen, man geht dann da raus und aus der Schule und wird irgendwie, keine Ahnung, schon halb weggeblasen. Das ist ja auch scheiße. Also da finde ich auch schon, eigentlich muss man sagen, hat die Politik beziehungsweise die Leute, die das halt da festmachen, ob die Schule aushält oder nicht, hat da eigentlich schon echt mal richtig gut gehandelt, muss man einfach mal sagen. Weil, ich meine, das ist ja Kacke. Genauso, wenn es schneit bis zum Anfall, also wirklich richtig doll schneit und es glatt ist wie Sau und dann, ja, halt, wenn dann nichts mehr geht, dann lassen die ja auch ausfallen. Weil ich meine, da müsst ihr euch ja auch mal vorstellen, die Schulbusse müssen dann fahren, wenn es richtig sauscheißen glatt ist und... Ja, heute soll es ja auch bei uns irgendwie noch ganz viel Schnee geben oder so, Schneegestöber und sowas halt, keine Ahnung. Und eigentlich muss man sagen, es ist gar nicht mal kalt draußen, also zumindest wird das so nicht angesagt und wird auch hier auf meinem, auf den Thermometer nicht angezeigt so, dass es so kalt draußen sein soll, aber es sind irgendwie, die haben angesagt, es sollen gefühlt irgendwie minus gerade sein und ja, so ist es auch, weil, also der Wind ist jetzt, wird schon langsam immer heftiger und heftiger. Und ja, deswegen muss man einfach mal sagen. Und morgen ist ja auch schon Nikolaus, ne? Also muss man ja auch mal sagen, es geht ja schon langsam auf die Wintertage, auf die Weihnachtstage zu. Und da finde ich so ein bisschen Schnee eigentlich auch mal ganz nice. Weil ich meine, Schnee hat man hier irgendwie immer nicht oft. So wenn man in Bayern wohnt oder so in den Bergen in Österreich oder so oder halt auch ganz unten in Bayern in den Bergen, hat man ja immer irgendwie jedes Jahr Schnee meistens, beziehungsweise jetzt auch schon Schnee liegen und sowas und keine Ahnung, da finde ich das jetzt eigentlich auch schon nice. Da kann es jetzt auch schon mal ein bisschen schneien. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. So, wir reißen jetzt auch nochmal den ganzen Rotstein raus. So, warte mal, wir müssen mal hier einmal irgendwie mal Musik anmachen. Was machen wir denn mal an? Das lief ja doch gut. Ein bisschen lauter vielleicht. So ein bisschen leise gerade. So. Ich mag das nämlich lieber, wenn die Musik so ein Stück lauter ist. So. Dann ballern wir das hier jetzt auch nochmal wieder zu. Ich bin jetzt einmal überlegen, ob ich da hier jetzt den gleichen Raumdesign wie da unten mache. Das gleiche Raumdesign. Oder, warte mal, was gibt es denn hier noch für Steine? Können wir jetzt einfach mal gucken. Und gucken mal, was man vielleicht da unten mal reinballern könnte. Man könnte da unten ja auch mal Wet Rock, kriegt man aus Wet Cobblestone, okay. Was könnte man denn da mal machen? Das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, ich will auch irgendwie mal so ein geiles Haus hier haben. Da muss ich mir doch nochmal was überlegen, obwohl ich glaube, ich mache da unten einfach so einen richtigen ganzen Holzraum mal. Auf jeden Fall erstmal so einen kleinen Holzboden. Ja, weil was hier unten in den Raum rein soll, weiß ich auch noch nicht. Irgendwas kommt hier auf jeden Fall schon mal rein. Aber der Keller ist da ja schon mal ein bisschen ausgebaut, weil dann haben wir auch ein bisschen mehr Wohnfläche hier. Und ja, für die nächste Hextown-Folge können wir erstmal reinschreiben, wollt ihr jetzt irgendwie jeden Tag wieder eine Folge Hextown oder halt jeden zweiten oder so, weiß nicht. Dann kann ich ja mal wieder ein paar Mal öfter Hextown aufnehmen, weil ich nehme das eigentlich irgendwie immer so auf, wenn ich gerade so richtig Bock drauf habe und das ist gerade mal wieder und da habe ich dann heute auch einen Kommentar gelesen, ja hier, wo ist denn Hextown, kommt heute wieder Hextown oder so, habe ich mir gedacht, komm, nimmst du jetzt mal wieder ein bisschen Hextown auf, beziehungsweise eine Folge Hextown auf, schnippelst die, renderst die und lädst die hoch und ja, also ihr könnt mir da mal reinschreiben, wollt ihr wieder öfter Hextown, wenn ja, dann, ne?
unten in die Kommis reinschreiben. Ich mag immer ganz viel Feedback und natürlich auch immer euer Feedback oder eure, ja, keine Ahnung, eure Meinung zu den Themen, die ich hier bespreche, beziehungsweise, ja, die ich hier im Angriff nehme, einfach mal reinschreiben. Feedback ist für einen YouTuber immer ganz wichtig, vor allem, weiß ich nicht, ich möchte halt gerne Zuschauerbindung haben und halt auch Kommentare vorlesen in den Videos vielleicht mal. Ich habe Hextown hier gerade noch auf, da war das ja, ja, da können wir eigentlich mal wieder was vorlesen und zwar vom Scholi Hit LP, der hat geschrieben, ich habe eine Minute geschaut und danach gleich ein Abo dagelassen. Ja, danke schön an dich auf jeden Fall. Ja, sowas freut mich halt immer, wenn sie zum Beispiel nur eine Minute ein Video schauen und dann schon direkt, keine Ahnung, das Video, denen das Video gefällt und sie direkt abonnieren, das weiß ich nicht, finde ich einfach immer nice. Das freut mich immer recht doll, beziehungsweise freut mich immer richtig doll. Recht doll, was ist das denn für ein Wort wieder, ey? Nee, und das muss man einfach sagen, das ist echt nice. Dankeschön für dein Abo natürlich. Ja, gut, dann weiter mit den nächsten Kommentaren. Ich stimme dir echt zu, Patrick. Bei mir in der Klasse ist es genauso. Die fühlen sich alle cool, wenn sie YOLO oder Swag sagen. Punkt, Punkt, Punkt. Facepalm. Das war übrigens vom Freak Gamer, glaube ich. Ja, ich habe das so auf dem zweiten Bildschirm und ich kann gerade irgendwie ein bisschen schlecht auf den zweiten Bildschirm gucken. Ja. Keine Ahnung, also sowas finde ich halt auch, keine Ahnung, man sagt ja manchmal so aus Spaß so YOLO oder sowas, aber ich meine so die ganze Zeit und so, weiß ich nicht, finde ich auch ein bisschen unnötig. Ich glaube, das Jugendwort 2013 ist ja auch irgendwie Babbo oder so. Ja, das ist ja auch irgendwie logisch, das hat ja auch irgendwie, das benutzt ja auch irgendwie jeder mindestens, keine Ahnung, einmal am Tag, so, nein, aber weiß ich nicht. Das ist auch, weiß nicht, keine Ahnung. Ich finde es auch ein bisschen nervig manchmal. So Hipster-Time ist das eher so mit Swag und YOLO und bla und blub, aber egal. Muss man halt selber wissen, wie man das halt macht. So, oh, warte, da könnte man, das könnte man füllen. Wir wollen ja hier nicht Leerräume da lassen. So. Ihr könnt mir übrigens auch nochmal wieder in die Kommentare kloppen, was soll ich hier mal wieder mit Hexit machen, also was soll ich mir vielleicht craften, soll ich nochmal wieder ins Dungeon gehen in der nächsten Folge, was weiß ich, ich lese mir natürlich alle eure Kommentare durch, wenn es ein wichtiges Kommentar ist, dann antworte ich auch, beziehungsweise wenn es ein Kommentar ist, wo sofort drauf geantwortet werden muss, dann antworte ich natürlich auch auf eure Kommentare und ja, jetzt das nächste. Wie heißt du auf Instagram? Das habe ich da zwar schon geantwortet, aber das kann man jetzt hier ja auch nochmal reinballern. Weil mir einmal jemand meinen Namen geklaut hat, heiß ich da FreaksYT. Also, ja, Freaks YouTube, weil FreaksLP hat mir jemand geklaut. Ja, das fand ich halt auch. Das finde ich halt auch immer ein bisschen nervig. Wieso macht man sowas? Ich meine, keine Ahnung. Ich finde das halt immer ein bisschen unnötig, weil ich meine, Faker sind immer richtig nervig. Und was bringt einem das bitte, wenn man jemanden faked? Ich meine, das ist ja, weiß ich nicht. Ich finde es halt okay, weißt du? Und dann finde ich es aber, wenn man dann so nach einer Zeit ruhig so, nach einer Zeit einsieht, so, ja, scheiße, ich habe den gefaked. Wieso habe ich das gemacht? Wieso war ich so doof? Und dann zum Beispiel den Leuten den Account gibt oder so. Das finde ich, muss man sagen, das ist dann mal Einsicht, das ist dann auch noch okay, aber weiß ich nicht, keine Ahnung, ist es halt scheiße, wenn man dann, oder den Account löscht, so wie er das gemacht hat, glaube ich, der ist mittlerweile gelöscht, finde ich halt total okay, aber trotzdem ist es halt manchmal echt abgrundtief nervig, dass man zum Beispiel auch unter seinen Videos stehen hat, ja, hä, heißt du im Dingsda-Bumster oder man probiert sich bei Windows Live anzumelden, Microsoft Live Games, das ist ja eigentlich für die Xbox und für GTA 4 braucht man das halt auch für den PC. Man probiert sich da anzumelden und merkt einfach, dass sich irgend so ein Hansel auch wieder FreaksLP genannt hat. Wieder auf dem PC oder halt auf der Xbox und sowas geht mir dann auch mega auf den Sack. Wieso? Was bringt euch das? Oder was bringt demjenigen das? Das verstehe ich immer nicht so ganz, was das soll. Das ist für mich auch echt manchmal richtig unverständlich. Aber gut, wenn man dadurch irgendwie Aufmerksamkeit braucht oder probiert Aufmerksamkeit zu bekommen, von mir nicht. Also keine Ahnung, mir ist das da auch so in der Hinsicht dann schon wieder sowas von egal.
Aber trotzdem, ich finde es halt einfach scheiße, dass man da, ja, den Account klaut. Und übers Faken habe ich ja schon mal in einer Minecraft-Hardcore-Folge geredet. Und hab da halt, dass man schon wirklich auch bei irgendwelchen Sachen schon richtig präzise Videos machen muss und sagen muss, hier, das bin ich, weil es immer noch Leute gibt, die den Leuten auch noch Aufmerksamkeit geben. So, halt die den Folgen oder so, weil die das vielleicht nicht wissen oder weil sie es nicht schnallen, dass das ein Faker ist. Das finde ich dann immer noch schlimmer. Das ist halt das, was mich da dran so ankotzt. Aber dann würde ich sagen, wir sind jetzt hier auch schon wieder bei 15 Minuten angelangt, 15 Minuten schon wieder durchgelabert. Ich hoffe hier, der Sturm wird nicht so schlimm bei mir. Ist ja schon ein bisschen angefangen oder so. Auf jeden Fall, Videos, denke ich mal, werden weiterhin kommen. Falls der Strom und sowas nicht ausfällt oder als Interwebs oder so, keine Ahnung. Und ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut und cheerio!